Cosmo Daily Good News mit Mariana Denia. Die Schlagzeile: Ein Mentoring soll queeren Geflüchteten beim Berufseinstieg helfen. Die Details: Mehrere Großunternehmen in Deutschland haben sich einer Initiative angeschlossen, mit der sie queeren Geflüchteten den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern wollen. In einem Mentoring-Programm sollen die Teilnehmenden auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet werden und außerdem ihr berufliches Netzwerk aufbauen. Die beteiligten Firmen haben sich dazu verpflichtet, in den nächsten 3 Jahren mindestens 50 solcher Mentoring-Plätze für queere Geflüchtete anzubieten. Die Bedeutung: Geflüchtete, die der LGBTQI+-Community angehören, sind oft einer Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt. Sie können sowohl Rassismus erfahren als auch Anfeindungen gegen ihre sexuelle Orientierung oder ihre geschlechtliche Identität. Diese Erfahrungen machen sie nicht nur in geflüchteten Unterkünften, bei der Wohnungssuche oder in ihrer Freizeit, sondern auch bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Doch nicht nur Geflüchtete dürften von der Initiative profitieren, auch die Unternehmen. In einer im Mai erschienenen Studie vom Marktforschungsunternehmen DIW Econ wurden 100 deutsche Firmen nach ihren Erfahrungen mit geflüchteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befragt. Der Großteil der Firmen ist zufrieden mit der Zusammenarbeit und will sie in Zukunft fortsetzen. Laut der Studie steigern die neuen Mitarbeitenden die Kreativität in der Firma und fördern interkulturelle Kompetenzen in der Belegschaft. Daily Good News in Cosmo. Jeden Morgen um 7:20 Uhr.